Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Bürokratieabbau, ein wichtiges Thema, was die CDU hier auf die Tagesordnung gesetzt hat. Denn aus dem Bürokratiemonster in Deutschland ist inzwischen ein Bürokratie-Godzilla geworden. Während die deutsche Wirtschaft schrumpft, immer weniger Unternehmen gegründet werden und allein im September diesen Jahres knapp 20% mehr Regelinsolvenzen zu beklagen waren, haben Deutschland und die Europäische Union nichts anderes zu tun, als Bürgern und Unternehmern immer mehr Bürokratie und wahnsinnige Vorschriften aufzubürden. Deutschland, meine Damen und Herren, befindet sich im Würgegriff von Bürokraten und hemmt sich bei seiner Entwicklung letztendlich selbst. Wir brauchen mehr Unternehmergeist in Deutschland. Und nun kommt die CDU daher und legt uns ein Sammelsurium von Vorschlägen und Gedanken vor. Das klingt so ein bisschen so, als wenn sie alle Arbeitskreise mal abgefragt hätten und jeder durfte ein bisschen was dazugeben. Die CDU, meine Damen und Herren, die seit in den letzten 75 Jahren der Bundesrepublik Deutschland 52 Jahre regiert hat und davon in den letzten 16 Jahren, wenn man die letzten beiden zwei Jahre mal abzieht, durchgehend. Immer stellte die CDU den Bundeskanzler in Deutschland, wenn sie regiert hat, also wenn wir ein Bürokratie-Godzilla in Deutschland haben, dann sind Sie der Frankenstein der Bürokratie in Deutschland, meine Damen und Herren, von der CDU. Edmund Stoiber war doch auch ein Vorzeigeobjekt von Ihnen. Oder Edmund Stoiber war jahrelang Leiter der EU-Arbeitsgruppe für Bürokratieabbau. 7 Jahre lang hat Edmund Stoiber diese Arbeitsgruppe geleitet. Also eigentlich dürfte gar keine Bürokratie mehr übrig sein, oder? Mit dem Elan, mit dem der Mann doch bisher Politik gemacht hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt kommen Sie mit Ihrem wurstigen Antrag daher und fordern eine Bürokratiebremse. Nee, sagen wir von der AfD. Wir wollen keine Bürokratiebremse. Wir wollen einen Bürokratiestopp und einen Bürokratieabbau. Mit Bremsen ist es da nicht getan. Dann kommen Sie Denglisch. Verlierer sprechen Denglisch. Wer nichts zu sagen hat, spricht Denglisch. Wir machen jetzt One in and Two out und setzen das Once-Only-Prinzip um. Ja, was soll denn das? One in and Two out. Denken Sie das mal zu Ende, dann gibt es irgendwann gar keine Gesetze mehr. Also so weit wollen Sie wahrscheinlich nicht gehen. Aber Sie wollen für jedes neue Gesetz, für jede neue Verordnung wollen Sie 2 streichen. Was ist denn das für ein Ansatz? Wir sagen nicht One in, Two out. Wenn wir beim Denglisch bleiben wollen, wir sagen Good in and Bad out. Das wäre die Lösung für die Demokratie in Deutschland. Alles Überflüssige weg und das Gute lassen wir eigentlich drin. Belastungsmoratorium in der Europäischen Union anfordern. Ja, rufen Sie doch Frau von der Leyen einfach an. Sie stellen doch die Chefin da in Brüssel und in Straßburg. Anrufen, sagen, Ursula, machen Belastungsmoratorium. Und gut ist die Kiste. Da brauchen Sie uns doch nicht belästigen hier im Deutschen Bundestag mit so unsinnigen Ideen. Sie wollen ganz militaristisch grundsätzliche Regelungsbefehle werden jetzt eingeführt. Was soll das denn werden? Meinen Sie, die Bürger draußen brauchen grundsätzliche Regelungsbefehle? Die Bürger draußen brauchen mehr Freiheit. Und dafür steht nicht Ihre Truppe, sondern dafür steht nur die Alternative für Deutschland. Sie wollen den Normenkontrollrat wieder ins Kanzleramt holen, haben Sie doch gesagt. Das dürfte jetzt aus meiner Sicht kein Problem mehr sein. Der Normenkontrollrat wurde ja vom Kanzleramt ins Justizministerium umgesetzt. Und siehe da, oh Wunder, Frau Buschmann, die heißt anders, aber die Ehefrau vom Justizminister arbeitet ja im Normenkontrollrat. Da hat also die Familienzusammenführung funktioniert. Man hat gesagt, packen wir den Normenkontrollrat dahin, wo der Ehemann arbeitet. Inzwischen ist aber Frau Buschmann, die heißt wie gesagt anders, befördert worden von Herrn Lindner, auch FDP, im Finanzministerium. Das heißt, sie ist gar nicht mehr im Normenkontrollrat. Aus unserer Sicht könnte der Normenkontrollrat dann auch wieder ans Bundeskanzleramt zurückgehen. Die Familie Buschmann wird nicht darunter leiden. Sie wollen Digitalcheck einführen. Typischer FDP-Quatsch. Sie wollen einen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung. Sie wollen also eine Bürokratieabbau-Bürokratie in Deutschland schaffen. Das ist so durchsichtig wie überflüssig, was Sie da machen, meine Damen und Herren. Für uns als AfD steht fest, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Und wir werden alle Gesetze, alle Verordnungen auf den Prüfstand stellen, die Sie uns in den letzten 75 Jahren eingebrockt haben. Und bei ganz, ganz vielen werden wir dann sagen, die können weg, die können genauso weg wie viele von den Altparteien. Vielen Dank.